Leute, mein Name ist Francesco Manzruf, ich bin heute neue Show, den Vlog. Ich sehe gerade, ich bin gerade im Zug. Richtig lösen, und zwar kann ich heute Auswärtsspiegel schauen, ich werde sogar Zürich. Jetzt letzten Monat bin ich auf 3 Minuten, 5 Monate gewesen, haben wir auch 3 verloren. Was sehr bitter war für uns, wir haben schon Chancen gehabt. Ich die aber keine, wir haben viel Wahlbesitz gehabt, aber haben keine Chancen kreiert. Darum, ja, will ich heute ein anderes Team sein, mit Kampfgeist und so weiter. Ja, wenn euch der Vlog gefällt, lasst ein Abo da, kommentiert und liked. Und ja, ich bin zu Bam, wahrscheinlich kann man bis 6 Uhr jetzt wieder am 6 Uhr fangen zu an. Ich kann sowieso nicht lang vom Bahnhof bis zum Schalan, maximal 15 Minuten so. Und ja, für euch habe ich natürlich einen anderen Sitzplatz ausgewählt, und zwar auf der Gegentribüne. Dort, wo letztes Mal die Zielkurve war, also ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt bin ich halt dort und dann wahrscheinlich habe ich eine bessere Sicht aufs Spielfeld und hoffe, dass ich einen guten Sitzplatz habe. Sitzplatz haben für euch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Vlog und ja, kann man sagen, ich muss jetzt einfach später in Iberl oder mal wachen. Also bis später. Wir sind beim Schatten nach. Oui, c'est n'importe quoi à part ça en fait. Oui, c'est complètement con en vrai. Mais c'est que les gens qui ont les abonnements du coup. Oui, bien sûr, bah ils payent pour ça. Oui, mais enfin. Der Rennen hat die Strafe.
Penalti per Zurich, 1 Kita, 1-1. Thank you.
Ach, jetzt wieder die Heime. Wir haben mich verliert. Nochmal Husserts in Nivella mit 3-2. Ja, ich glaube, es ist ein Bruchtabend. Es ist einfach so, dass sie nicht sehen, ihre Ausgangslage nicht ausnutzen. Weil wenn wir heute gewonnen hätten, hätten wir uns den 3. Platz verteidigen können. Aber nein, wenn wir mal die Tabelle in Lugano sind auf dem 3., wir 4. und St. Gallen 5. Lugano hat Husserts in St. Gallen gewonnen, darum sind sie auf dem 3. Platz. Selber Schuld, was hätte ich dieser Mannschaft noch sagen? Also, gegen den Meister, gegen das Top-Team in der Schweiz gewinnen wir mit 1-0 und gegen einen Aufsteiger, gegen einen Schwachgegner verlieren wir. Also ich verstehe die Logik da hinter nicht, wieso wir gegen so einen Gegner verlieren sollten. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich habe keine Formel für die Mannschaft. Ich sage es so ehrlich, wie es ist. Ja, ich würde mit dem 1 in der 9. Minute, dann Melfion mit dem 1-1. Und dann Okita Penalty verschossen. Es ist, wie soll ich sagen, es passt so, weil er hat in der letzten Woche oder Monate nie getroffen, nicht mehr getroffen, es passt einfach zu ihm. Ja, und dann macht Iber das 2-1 in der 50. Minute. Und der Bledian Krasicic macht, glaube ich, in der 80. Minute das 2-2 und nachher in der 86. Minute. Wir müssen gar nicht darüber reden, das 3-2. Ja. Und dann bei mir war so ein ekelhafter Iverdorf-Fan, Digga. Der ist bei jedem Fall oder bei jeder Aktion ausgeflippt. Der hat meine Eier sowas aufgelegt. Also wirklich. Das war wirklich extrem, der Fan. Also der hat meine Eier wirklich zu Tode aufgelegt. Ich meine, ja, egal. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann das Abo da, kommentiert und liked oder was auch immer. Bin todmüde, sag ehrlich, wie es ist hier. 2 Stunden lang in Fahrt. Und trotzdem verloren, aber egal, es lohnt sich sowieso für das. Manchmal schon, manchmal nicht. Ja, 3-2 verloren. Es ist einfach traurig, dass man gegen den Gegner zum zweiten Mal verliert. Einmal haben wir gegen die gewonnen zum Saisonauftakt, aber jetzt haben wir gegen die Aufstieg verloren. Ja. Dann würde ich mal sagen, Sonntag wieder vielleicht, mal schauen, ob ich Zeit habe. Ja, gegen Uschi müssen wir eine Reaktion zeigen. Also wenn wir das gegen Uschi nicht gewinnen, dann habe ich kein Wort mehr. Dann bin ich ein bisschen geschockt. Ja, das müssen wir aber gegen Uschi holen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao zusammen.